Ich glaube, der Raum da, da kommen wir auch noch nicht rein. Da kommen, glaube ich, hinterher nur raus. Also wäre es jetzt Schwachsinn, da zu gucken, ob die Tür auf ist oder nicht. Sehr gut, jetzt können wir hier drüber. Hier ist nochmal eine Pflanze. Oh, okay. Ach ja, stimmt ja. Nee, ich glaube, ich sollte vorher nochmal kurz abspeichern, bevor ich da entlang gehe. Das ist wirklich nicht so gut. Da war ja was. Seine Leiter. Immer diese Bestätigung. Ich meine, wenn ich schon unten bin, dann will ich auf jeden Fall nach oben. Also, da muss ich auch nichts bestätigen, dass ich da nach oben will. Aber ich meine, ja, das ist halt... Hat Barry hier seinen Hut vergessen? Cowboy-Hut? Wird irgendwie gut zu ihm passen, ne, zu Barry? So. Dass hier auch keine Gegner sind, ne? Finde ich jetzt auch ein bisschen schwach. So. Und eigentlich hätten doch schon längst Hunter auftauchen sollen. Oder kommen die erst? Ach nee, ich glaube, die kommen erst später. Die kommen erst, wenn wir so im Garten da rumgemacht haben. Ich glaube, wenn wir wieder zurückkommen... Den Schlüssel brauchen wir auf jeden Fall. Das Buch... ich glaube erstmal nicht. Das kann ich erstmal hier reinpacken. Dafür nehme ich erstmal das Farbband mit. Feuerzeug nehme ich jetzt auch erstmal mit. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt brauchen. Dann nehme ich ein Erste-Hilfe-Spray mit. Gemischte Kräuter. Ich nehme mal noch eins mit. Sicher ist sicher. Und dann werde ich jetzt erstmal speichern. Ein alter... Ja. Ich schalte jetzt sofort mein PC aus. Warte. Jetzt drücke ich den Knopf. Zurücklegen. Same procedures every year, James. Oh nein, jetzt habe ich auch noch gesehen, dass Destiny 2 aktualisiert wird, was ich noch nie gespielt habe. Ich habe es mir nur einmal installiert, um zu gucken. Ach nee, da war irgendwie so ein freies Wochenende und da habe ich es mir installiert, aber ich habe es noch nie gespielt. Also falls ihr Destiny spielt oder so, keine Ahnung, dann... sagt mir, ob das Spiel gut ist, aber ich glaube, man muss sich das kaufen. Das ist dann so ein MMO, oder? Kann das sein, so ein MMO? Und da muss man sich auch so alle Erweiterungen kaufen und da ist bestimmt eine neue Erweiterung draußen. Und ich habe mir erst kürzlich Battle for Azeroth gekauft. Die Collector's Edition, das war schon sehr viel Geld. Ich wollte eigentlich auch noch ein Let's Play machen davon. Ah, ich will immer hier in diesen Kack-Galerieraum. Warum haltet ihr mich nicht davon ab? Ihr müsstet eigentlich so eine Funktion haben. Also ja klar, wenn man live wäre, Livestream, dann könnte man direkt sagen, ey, geh nicht rein. Aber die Livestreams, die ich jetzt bisher gemacht habe, waren alle im Reinfall, mehr oder weniger. Entweder hat keiner zugeschaut. Oder... Da war irgend so ein Spacken, der da irgendwie immer so scheiß Kommentare abgelassen hat, der mich so immer aufgeregt hatte. Und dann hatte ich den immer wieder geblockt und dann hat er sich trotzdem immer wieder gemeldet. Da hat er echt Langeweile gehabt, der Typ oder die Tussi. Keine Ahnung. Hatte anscheinend kein Real Life.
Es gibt ja solche Leute, also diese richtigen Hater, die sich dann einfach irgendjemanden da raussuchen und dann... Ja. Wird immer schön gehatet. Ja. Jetzt müssen wir laufen. Wir müssen laufen. Keine Zeit zu verlieren. Haie! Haie im Anmarsch! Nein! Ach, nein! Lauf, Jill! Lauf! Lauf um dein Leben! Lauf! 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 Nein! Nein! Lauf! Lauf! Oh Gott! Sorry, dass ich so schreie. Ich will nicht so schreien, aber lauf! 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 Oh Gott, die Arme! Sie haben den Schlüssel für den Kontrollraum verwendet. Danke, Sie brauchen... Ja, leg ihn doch ab jetzt. Lauf da durch, bevor der Hai kommt. Oh mein Gott. Entschuldigt, dass ich so gerade ins Mikrofon geschrien habe. Oh mein Gott, sie hält sich schon die Seite. Nein, ich benutze das jetzt. Mir egal, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Was haben wir hier? Die Warnlampe deutet auf einen Notfall hin. Okay. Sehr schön. Wer züchtet denn bitte schön sowas? Und dann noch so Riesenviecher. Was haben wir hier? Vorsicht. Falls der Öldruck fällt, Ventil 2 öffnen. Sehr wichtig. Das ist eine Karte von Aquaring. Mitnehmen? Ja. Okay, Aquaring, erstes Untergeschoss. Okay, Sie haben die Karte von Aquaring. Ist hier sonst noch was? Ah, ein Sonnenkasten. Erste-Hilfe-Kasten mitnehmen? Ja, natürlich. Warum auch nicht? Und direkt öffnen, damit wir wissen, was da drin ist. Es dauert das ja Jahre, bis ich das dann verwende. Kräuter. Ein bisschen Marihuana schadet nicht und hält dich auch noch gesund. Aus Raccoon City, die besondere Mischung. Für den gesunden Lifestyle. Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, was das ist. Oh Gott, wie war das hier nochmal? Nein, wie war das hier nochmal? Also, Ventil 2, ne? Eine Druckkammer. Ja, eine Druckkammer. Eine Druckkammer. Eine Fehlermeldung wird angezeigt. Beim Ablassen des Wassers muss etwas schiefgegangen sein. Da ist ein Schalter zum Ablassen des Wassers drücken. Ja. Oh, fuck! Emergency, emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Krass! Das lässt sich erst verstellen, wenn der Sicherheits... Oh, Kacke! Ich glaube, hier konnte man ihn lösen. Die Druckkammer ist verschlossen. Ja, der Sicherheitsmittel wurde gelöst. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier hin. Umlegen? Ja. Reaching 30% of pressure threshold. Öldruckabfall, Kammerbetrieb abgebrochen. Stellen Sie den Öldruck wieder her und lösen Sie den Sicherheitsmechanismus. Ich glaube, jetzt müssen wir hier diese Schalter stellen, die Öldruck regeln. Welchen Schalter drücken? 2. So, und jetzt müssen wir, glaube ich... Jetzt müssen wir das wieder machen. Die Druckkammer ist verschlossen. Sicherheitsmechanismus, ja. Der Sicherheitsmechanismus wurde gelöst. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier wieder drücken. Da ist ein... Ja, ja, komm, mach schneller. Hat's jetzt schon gefunzt? War's das jetzt? Ich kann gerade nichts tun. War's das? Sie müssen ihn nur per Hand bedienen. Okay, der ist hier gelöst.
Wasser ablassen, ja, Wasser ablassen. Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Irgendwie tun mir die Haie ja jetzt schon ein bisschen leid. Aber hallo, die wollten uns wegsnacken. Ich meine, das ist ein natürlicher Trieb von denen, aber... Trotzdem ist das nicht sehr, sehr nett von denen. Da geht es entlang. Oh, Granatenmunition. Nehme ich mal mit. Ja, Granaten sind immer auf den Materialien, steht Dynamit. Sie sind vollständig durchweicht und nutzlos. Oh, da liegt ein Hai. Ja, der tut mir schon leid. Und da ist der Riesenhai. Wenn der uns jetzt wegsnackt, falls der doch noch lebt. Anscheinend ist er ja tot, oder? Oder doch nicht? Der Generator für die Durchflusssteuerung. Hebel nach unten drücken. Hebel nach oben drücken, ja. Ich glaube, das sollte ich jetzt nicht berühren, während das unter Strom ist. Oh nein, der lebt noch. Und da leuchtet was im Wasser. Ja gut, schmeißen wir das Ding hier rein. Und dann müssen wir dich leider jetzt umbringen. Tja, Kumpel, das tut mir sehr, sehr leid für dich. Ich habe nichts gegen Haie. Sind eigentlich auch sehr, sehr schöne Tiere. Aber dann hätte der uns jetzt getötet und dann müsste ich den ganzen kompletten Weg nochmal neu machen. Und Gott sei Dank wusste ich jetzt auch den Weg. Wenn ich jetzt das Spiel blind gespielt hätte, hätte ich jetzt nochmal zurücklaufen müssen und so. Wie er noch zuckt. Ja, das Vieh tut mir schon leid. Und der hier auch, der tut mir auch voll leid. Der kann ja nichts für seine Natur. Das ist ja nur ein natürlicher Trieb, dass er andere töten will. Er braucht halt Fleisch, Nahrung. Ach so, da ging es ja nicht entlang. Hier war auch noch was. Das? Mehr Objekte können sie nicht tragen. Doch, könnte ich schon. Ich verwende das jetzt mal, auch wenn das jetzt total Schwachsinn war. Aber wir haben noch so viele Kräuter im Inventar. Und ich habe keine Lust, hier nochmal hinzulaufen. Ich glaube, ich werde hier auch so schnell gar nicht mehr hinkommen. Oder gar nicht mehr hinkommen, deswegen... Sie haben die Tür aufgeschlossen. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ah, okay, hier kommen wir raus. Ach ja, stimmte ja, habe ich ja erzählt. Das ist voll entspannt hier unten mit der Musik. Ich will hier gar nicht weg. Ah, ich bin so ein bisschen verschnupft. Sorry, falls ihr das hört. Das ist eine Leiter hinauf. Nein, ich will natürlich nicht hinauf. Ich stehe nur einfach so vor der Leiter, weil ich es kann. Die Leiter ist so wunderschön. So. So ein Farbband wäre jetzt auch nicht schlecht. Müssen wir nochmal 3 Stück finden. Also ein Farbband hat halt immer 3 Stück. Und jetzt haben wir ja den Galerieschlüssel. Jetzt können wir ja, glaube ich, hier rein. Sie haben den Schlüssel
für die Residenz verwendet. Sie brauchen die Schlüssel nicht mehr. Ablegen, Natürlichmoor. Okay. Ich sehe schon mal Munition. Und Bienen! Ah! Momentchen! Da war ja was. Nein, das war falsch. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Tisch steht 003. Ah, hier war was. Gleich mit einem schmerzhaften... Sie hält etwas fest. Insektenspray mitnehmen. Ja, aber leider können wir das Insektenspray so nicht benutzen. Dazu müssen wir erstmal wieder raus. Wir müssen nämlich hier hinten zu dem Loch. Und hätte ich nämlich da reingeguckt in das Loch, dann wären die Bienen nämlich dadurch auch gekommen und hätten uns erstmal schön... Ja, und jetzt werden sie erstmal vergiften. Ich habe auch nichts gegen Bienen und Wespen, ne? Nur damit ihr das wisst. Aber die sind sehr aggressiv in dem Spiel. Im wirklichen Leben sind das wirklich brauchbare Tiere, ne? Die sind auch sehr, sehr wichtig für unseren Planeten. Weil ohne Bienen und Wespen gibt es keine Blumen, gibt es keine Bäume. Und ohne die, weil die bestäuben ja alles. Die sind ja sehr, sehr wichtig. Na, ich will die Munition. Deswegen sollte man auch keine Bienen töten oder keine Wespen. Und Hummeln auch nicht, glaube ich. Man sollte die möglichst, wenn man die irgendwo hat, immer so wieder vorsichtig nach draußen packen. Man soll denen sogar was zu fressen hinstellen. Also Zucker oder irgendwas Süßes. Auf dem Tisch steht nur 03. Er wurde hier erstochen von den Bienen. Er hatte wahrscheinlich eine allergische Reaktion, so wie er aussieht. So total zerstochen im Gesicht. Oh Gott, der sieht echt gruselig aus. Aber warum steht der eigentlich nicht wieder auf? Oder halt auch die anderen? Das wundert mich. Residenzschlüssel mitnehmen? Ja, das ist doch bestimmt jetzt der von 003, oder? Prüfen. Okay, Schlüssel für Raum... Ja, ich will wieder raus. Wenn man nicht aufpasst, dann bleibt man ewig im Menü. Der sieht echt gruselig aus. So, Sie haben den Schlüssel für Raum 003. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr abklicken. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Da blinkt was. Farbband! Yay! Das Spiel! Hört meinen Flehen! Schreibmaschine! Aber hier ist doch jemand, oder? Oh. Okay, da ist ein Gewächs. Oh, ich erinnere mich an etwas. Genau, ich erinnere mich daran. Mit der Pflanze. Hier, Pflanze Nummer 42. Voller Schmutzwasser, statt zu ziehen. Ja, natürlich. Was ist da drin? Schlüssel? Da ist etwas in der Badewanne. Oh, ein Dolch. Das ist natürlich nice, dass da ein Dolch ist, aber ansonsten ist hier nichts. Die Wurzeln einer Art Riesenpflanze ragen aus der Wand. Der Hahn am Waschbecken funktioniert anscheinend nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert, dass der funktioniert hätte. Die Regale sind voller diverser Seifen und Kosmetika, alles Produkte der Marke Umbrella. Oh, die will ich nicht benutzen, weil dann der... Bist du zum Zombie? Stell dir vor, so Make-up von Umbrella. Sehen sie natürlich aus wie ein Zombie.
Ja, meine Fantasie geht gerade mit mir durch. Okay, wir gehen erstmal zur Inventarkiste. Bevor ich hier irgendwas mache. So, das Farbband. Komme ich eigentlich da durch die Tür? Diese rote da rechts, diese große, habe ich noch nicht getestet, ne? Aber die ist eh rot, also von daher, sie ist von der anderen Seite blockiert. Und mehr kann ich natürlich wie immer nicht mitnehmen. Ach so, hier war noch eine Tür. Genau. Der Verriegelungsmechanismus für die Tür verwenden. Ah, gelb. Was war das nochmal? 6, 5 und 3, ne? 5, 6, 3. 6. 3. War's richtig? Huhuhu, es war schon richtig. Ich hab nur geraten, das war jetzt echt Zufall. Ach so, hier ist ein Glas. An der Wand steht geschrieben, 1 plus 3 gleich 4, 4 plus 6 gleich 10, 1 plus 6 gleich 7. Okay, 1 plus 3. Nummer 3. Dafür brauchen sie einen Behälter. Ach, jetzt müssen wir, glaube ich, diese Chemikalie mischen. Für diese komische Pflanze, um die zu besiegen. Ich werde aber erstmal abspeichern. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, man musste... irgendwie Wasser nehmen und von dem gelben Zeug und dann das mit dem roten mischen und dann musst du so und so viel von dem roten in das Glas füllen. Ja, das ist schon sehr, sehr... Aber ich glaube, das Vieh kann man auch so töten, ohne diese Mischung. Nur man hat es dann natürlich einfacher, weil das Vieh dann, glaube ich, sofort kaputt geht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt diese Chemikalie da benutzen soll. Ich meine, ich kann die Pflanze doch auch einfach so kaputt machen. Oder? Mit einem Granatenwerfer. So, die Magnum-Pistolen-Dinger, die... Habe ich davon noch welche?